Kavallerie war also noch rechtzeitig hier. Schön, Sie zu sehen. Gleichfalls, Harry. Wie geht es Ihnen? So, Moment mal. Bevor wir jetzt weiter in die Gespräche gehen, ja, ich habe gerade gesehen, Stufenaufstieg, wir können Punkte vergeben. Okay, Fähigkeiten. Stufenaufstieg. Ihr Trupp ist eine Stufe aufgestiegen. Verbessern Sie Riders Kampffertigkeiten, indem Sie Kampftech oder Biotik-Fähigkeiten kaufen. Klingt gut. Und im Trupp wählen Sie einzelne Truppmitglieder aus, um sie aufzuwerten. Vor allem bei Rider will ich natürlich jetzt loslegen. Ich weiß jetzt nicht, ist das, ich schätze mal bei Biotik, oder? Gehen wir mal da rein. Genau, der Sturmangriff. Den würde ich gern weiter aufwerten. Genau, Rang 2 Aufladetempo, das ist genau das, was ich möchte. Wunderbar. So, haben wir noch einen Punkt? Einen Punkt. Ja, da reicht es natürlich nicht mehr, hier noch weiterzumachen. Gehen wir mal zurück. Ich würde sagen, ziehen oder werfen vielleicht noch dazu, hä? Könnten natürlich auch die Schadenskraft erhöhen. Nee, plus 2% Kräfteschaden ist jetzt nicht so gewaltig. Nee, ich mach mal Werfen noch dazu. Machen wir da mal Rang 1. Haben wir noch eine zweite Biotikkraft. Das ist ganz gut, glaube ich. Ach, siehst du mal. 1, 2, 3 Kräfte kann man sich bloß zuweisen. Ich glaube, damit sind wir ganz gut ausgestattet erstmal. Und bei Liam? Da kann man gar nicht so viel machen. Okay, die Splittergranate könnten wir erhöhen. Was ist denn der Chaosangriff? Liam springt nach vorne und sticht mit seinen Universalklingen nach unten auf Gegner hinab, wobei die Energie entladen wird und alle Gegner in der Nähe betäubt und anfällig für Kombo-Detonationen werden. Klingt ganz witzig. Lass uns das doch mal probieren. So, und die militärische Ausbildung? Oh, plus 15% Waffenschaden und Stärke, das klingt gut. So, da würde ich sagen, okay, seine Punkte sind aufgebraucht, sonst hätte ich noch die Verteidigung erhöht. Ich glaube, damit können wir leben. Das finde ich gut. Damit können wir weiterarbeiten. Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. Ryder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Haben die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Oh, ist das eine Schrotflinte? Nicht wirklich. Ich glaub, die Katana war eine Schrotflinte, ne? Wie war's bei Ihnen? Wir haben versucht, nett zu sein. Oh, verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! Oh, jetzt schon? Komm schon! Schnell! Gönn mir noch mal eine Sekunde Ruhe! Ja, ich seh's! Ich muss nicht alt drücken, um das Ding zu sehen. Da kommen sie! Na, klasse. Kann ich die Schrotflinte ausrüsten? Moment mal kurz. Ich bin zwar nicht so der Schrotflinten-Fan, aber... Nee, die sind gelockt. Ah, okay. Ja gut, liegt wahrscheinlich daran, dass ich eben... Biotiker bin mit. Sie haben echt Eier. Sie versuchen einen Abwurf. Bleiben wir doch mal lieber hier. Ich gehe auch mal wieder rüber an meinen Stein hier drüben. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ah, ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt. Ah, ich sehe den nicht. Shit. Harry, oh, das klingt nicht gut. Ja, noch sind wir nicht tot. Das klang wie eine Granate gerade, aber... Alles gut, wie es aussieht. Seit wann fliegen Felsen? Akzeptieren Sie es einfach. So, den hätten wir schon mal. Ich höre schon wieder eine Granate. Tatsächlich. Ja, Liam, bleib in Deckung. Bleib in Deckung, Kumpel. Das war's für den. Ich weiß es besser. Achtung, da kommt noch ein Shuttle. Diesem Wetter? Ich schätze, wir haben ihre Aufmerksamkeit erregt. Sind das Hunde? Was? Ach, die Viecher. Sie verarschen mich doch. Müssen die jetzt auch noch kommen? Na klasse. Melden Sie sich. Da kann ich gleich meinen Spießer wieder auspacken. Oh, hallo! Ich räume mal ein bisschen auf hier um mich, ne? Ich krieg diese Dinger nicht ins Visier! Okay, schön langsam. Es sind zu viele! Schießen Sie einfach weiter! Wir schaffen das schon! Wir schaffen das!
Oh, ich denke mal, das geht auf mich, aber das sind Lebensgranaten auch teilweise mit. Okay, da kommt sogar einer mit Schild jetzt schon. Verdammt, die lassen einfach nicht locker. Räumen wir auf. Der ist auch ein bisschen besser bewaffnet als die anderen. Achso, warte mal, ich hab doch mein Werfen, fällt mir gerade auf. Es hilft zwar nicht, solange er noch ein Schild hat, aber... trotzdem. Hau ihm das doch mal um die Ohren, mein Freund. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das funktioniert. Ich glaube, das war eine gute Wahl bei meinem Level Up. Und tschüss. Okay. Kurz nachladen. Oh, Ammo niedrig. Das ist natürlich weniger schön. Aber ich glaube, wir stehen nicht sonderlich unter Druck. Von daher passt das schon. Lass uns nochmal einen Ausflug zu dem Freund hier machen. Hey, Kumpel. Und der Tag ist gerettet. Das reicht, Liam. Ich weiß. Aber sie haben Kirkland getötet. Ich verstehe sie, ja, aber bleiben sie ruhig. Jetzt geht's mir besser. Was ist mit den anderen? Fischer wurde verwundet. Aber Greer ist bei ihm. Unser Shuttle wurde zerstört. Leute. Sie ist verletzt. In Deckung! In Deckung! Ich wusste nicht, dass sie Biotikerin sind. Keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Vor dem Angriff konnte ich unser Comm-System reparieren. Das rettet uns das Leben. Ruhen Sie sich jetzt aus. Sam, bist du da? Hochfrau Carling eingerichtet, bestätige Ryder. Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Cora. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zur Arche. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant. Unsere Verletzten brauchen dringend Hilfe. Hast du einen Plan? Das Problem ist der Sturm. Also lösen wir das Problem. Wir reden hier über das Wetter. Ja, und ich habe eine Idee. Komm zu meinen Koordinaten. Dann... Verdammt, sie haben mich gesehen. Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar? Ich kann sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir. Ja, bis zum nächsten Blitz, ne? Gut, ich würde sagen, wir rüsten uns erstmal neu aus. Die Position des Pathfinders. Ich markiere den Nav-Punkt auf Ihrer Karte. Sieht aus, als wäre es in der Nähe. Beeilen wir uns. Wir müssen dort sein, bevor der Sturm losbricht. Keine Umwege. Was wollte sich mein Vater ansehen? Er hat versucht, mir über diesen Turm herauszufinden. Nun, laut Nav-Punkt ist er dort ganz in der Nähe. Seien Sie vorsichtig. Die Sturmfront wird bereits intensiver. Schön, dass du wieder da bist, Sam. Wie wär's beim nächsten Mal mit guten Nachrichten? Juhu, wir haben endlich Sam an unserer Seite. Und, naja, was könnte er bei dem Turm wohl wollen? Ich meine, dieser Turm... Vater steckt in Schwierigkeiten. Wir müssen ihn finden. Ja, ja. Ich meine, dieser Turm schießt seltsame... Wir müssen den Pathfinder finden, und zwar schnell. Ey, ist ja gut. Dieser Turm schießt seltsame Wolken in den Himmel, beziehungsweise in Energie in die Wolken rein. Es ist naheliegend, dass das Ding für die Stürme zuständig ist. Von daher... Wo gehen wir lang? Am besten? Ich habe keine Ahnung. Geht's da drüben irgendwo lang? Ich meine, aus der anderen Richtung sind wir ja gekommen, von daher... Lass uns doch mal da lang gehen. Am besten nicht durch die Ekelbrühe. Mal schauen, ob wir hier richtig sind. Hallo? Sieht aus, als ob wir rennen sollten. Sam hat recht. Wir haben nicht viel Zeit. Okay. Da, diese Stangen. Sie ziehen die Blitze an. Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. Okay. Können wir noch ein bisschen was scannen und sind sicher vor allem, das ist sehr schön.
Nett, dass jemand Blitzableiter hier installiert hat. Ich bin sehr dankbar dafür. Noch mehr Technologie für uns. Ich hoffe, da können wir uns dann schon was Schönes mit basteln. Diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Wir waren es auch nicht. So viel haben wir nicht erledigt. Brandmunition. Mein Vater war offenbar fleißig. Er war ein N7. Mit denen ist nicht zu spaßen. Ach, komm schon, du Scheißblitz. Hier ist ein Ableiter. So, keine Ahnung, ob es jetzt für jeden davon irgendwelche Punkte gibt, aber... Weiter. Sie ist verschlossen. Nein, wirklich. Dann lass uns doch mal dorthin gehen, wo die Zielmarkierung ist. Wie wär's damit? Diese Stangen waren eine ziemlich clevere Idee. Nur so kann man hier überleben. Es sind Blitzableiter. Und wenn man alles schießt, was sich bewegt. Das ist jetzt keine gewaltige Innovation, das sind Blitzableiter, gottverdammt. Okay, geht's hier lang? Ach, hier waren wir doch schon. Mein Vater ist da oben. Merkwürdig. Hier waren wir schon mal. Ja. Er hat wahrscheinlich seinen Job gemacht. Hier war diese Energiebarriere, glaube ich. Hi. Sir. Kopf runter. Verlassenes Labor. Sie haben diesen Ort offenbar erforscht. Gut, du hast tatsächlich was erkundet. Deshalb sind wir doch hier, oder? Um das Unbekannte zu erforschen. Ja, aber bei all denen hier kann man das leicht vergessen. Ha, wem sagst du das? Sir, Sie sagten, Sie hätten eine Idee wegen des Wetters. Die Energiewolke, die die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedback-Schleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Das passt zu einer Höhle, die wir entdeckt haben. Die Pflanzenwelt darin war vor dem Sturm geschützt. Klingt logisch. Und ich denke, wenn wir da reinkommen und den Turm abschalten können... Verschwinden die Blitze! Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Wir bauen auf eine Technologie, die wir kaum verstehen. Was, wenn wir uns irren? Die Alternative ist mit 85%iger Wahrscheinlichkeit der Tod durch Blitzschlag. Okay, yay. So betrachtet. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Immer noch besser als die Blitze. Ich hoffe nur, der Konflikt mit diesen Typen eskaliert nicht noch weiter. Es heißt wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Attacke? Auf geht's! Los geht's! Ich bin direkt hinter Ihnen! Zu der Struktur vorrücken! Sam, lade Kampfprofil! Da kommen Sie! Jetzt haben wir Ihre Aufmerksamkeit! Vorsicht vor dem Blitzen! So, gehen wir schon mal ein Stück vor. Oh. Erstmal schön in die Deckung reingeballert. Hier draußen kommen wir nicht weiter! Oh, ich liebe meine Biotik. So schön, um die Ecke zu feuern, ist es immer noch geil. War es früher schon, ist es heute noch. Oh, was war da los? Los, los, los! So, ich glaube, da können wir mal ein bisschen Abhilfe schaffen hier, wenn er sich so verschanzt. Die kommen aus allen Ecken gekrochen. Okay, bisschen Zeit zum Atmen. Bleiben Sie zusammen. Gibt's was für uns? Wir dürfen nicht voneinander getrennt werden.
Na gut, konzentrieren wir uns aufs Kämpfen, glaube ich mal. Daddy meint's ernst. Der zieht ordentlich durch. Los, beweg dich! Oh, hallo. Friss das. Biotik ist so viel besser als einfach nur schießen. Es ist ein Traum. Oh, das war Cora, okay. Ja, davon halte ich mich mal fern. Ey, Dude. Ruh dich aus. Kommt ihr mit mir? Ich meine, ihr könnt auch da unten bleiben, wenn ihr wollt. Ich krieg das auch so hin. Bioverstärker-Interface. Ich bin hier. Bleiben Sie in Bewegung. Lassen Sie sich von Ihnen nicht festnageln. So, guck mal, wer aus der Deckung kommt. Weiter so. Und vorwärts. Wir müssen unsere Flanken im Auge behalten. Nicht, wenn wir immer in Bewegung. Bereit. Wir gehen da rein. So, den hätten wir. Weiter geht's. Wie schafft Ihr Vater das alles? Er ist wie eine Maschine. Keine Ahnung, aber es funktioniert. Einer weniger. Okay, wir schaffen das. Es ist nicht mehr weit. Wo müssen wir hin? Bis ganz nach. Versteckst du dich? Und was dann? Das wissen wir, wenn wir da sind. Klingt super. Klingt nach einem Plan. Okay, hier gibt's auch wirklich nichts für uns. Das hat wehgetan. Was denn? Gut, vorwärts mit uns hier. Sam, gib mir das Technikerprofil. Hoch da. Alle zu mir! Ich bin schon viel weiter als du. Also alle sind weiter als du. Wir sind fast da. Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken. Ach shit. Falsche Taste. Wir haben es geschafft. In einem Stück. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss durch die Tür da drüben. Es ist aber auch gemein, dass der Scanner und die Schlagtaste direkt nebeneinander sind. Oh, ich glaube, ich bleib in Deckung, solange hier irgendwo einer von den Schildtypen rumrennt. Wo ist der denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ach hier, nehmen wir den doch. Ach komm, weißt du was? Scheiß drauf. Schlagen, schlagen, schlagen. Bis er umfällt, das geht schon. Keine falsche Scheu. So, Freunde. Jetzt habe ich die langsam die Faxen dicke mit euch hier. Ich glaube, wir haben erstmal Ruhe. Was jetzt? Ich muss die Sprache entschlüsseln. Ach hier. Lass dir Zeit. Da kommen noch mehr. Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke. Wo sollen wir uns positionieren? Okay, drücken Sie X, um beiden Truppenmitgliedern zu befehlen, sich zu einer Position zu begeben oder ein Ziel anzugreifen. Drücken Sie Y und C, um den Befehl nur einem Truppenmitglied zu erteilen. Dann alles geht klar. Ihr da drüben hin. Ich gehe auf die andere Seite. Oder wir machen... Komm hier. Machen wir das so? Alles oder klar. So vielleicht. Ah, okay, Achtung, wunderbar. Ich sehe Bewegung. Shuttle zurückgeschlagen. Das schaffen wir nochmals. Viele Menschen zählen nach Scheiße. Vor auf uns. Ich werde gerade erst warm. Na gut. Die meinen es ernst. Halten Sie sie von Ihrem Vater fest. Oh, so einer echt jetzt. Analysiere mögliche Eingaben. 25% entschlüsselt. Beeil dich. Die Zeit wird knapp. Beide Seiten, sie dürfen nicht durchkommen! Also hier ist alles Knorke! Was ist das hier überhaupt für ein Ort?
keine Ahnung, aber sie wollen ihn unbedingt zurückhaben. Also, 50% entschlüsselt. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Ah, geht doch relativ schnell. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwerten. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Gut, wir kommen vorwärts. Beziehungsweise, wir müssen ja nicht wirklich vorwärts kommen, wir müssen ja bloß durchhalten. Den habe ich richtig verärgert. Könnte daran liegen, dass ich ihm ins... Kommen Sie voran, Sir? Die Entschlüsselung ist zu 75%... Oh, scheiße! Wir haben es fast geschafft! Was ist da denn passiert? Okay, wir können also nicht durch Absturz sterben, alles klar. Ach, weißt du... Ryder, gehen Sie nicht zu weit weg! Doch, doch, ist schon in Ordnung so. Dann halt nicht. Entschlüsselung abgeschlossen. Geschafft! Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Mach das! Verdammt, sie klemmt. Ich muss mir das ansehen. Brauchst du Hilfe? Daddy? Alles klar? Ryder, ich brauche hier deine Hilfe. Okay. Okay, gehen Sie. Wir halten hier die Augen offen. Ich wünsche euch Spaß. Wir müssen diese Tür öffnen. Na klar doch. Alles klar. Bring dich richtig ins Zeug. Ja. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Eine Unterhaltung mit wem? Eher mit was? Ich denke, es ist ein System. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexieren. Die Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Es funktioniert! Geschafft! Es ist ein Hoffnungsschimmer. Es ist mehr als das. Es beweist, dass wir nicht verrückt waren. Wir finden uns selbst in einer neuen Galaxie zurecht. Das haben wir teilweise Sam zu verdanken. Es war lediglich eine Frage der Linguistik, allerdings freut es mich. Oh shit. Wiederhole! Wir brauchen sofort eine Notexfiltration! Geschätzte Ankunft in 3, vielleicht 4 Minuten. Oh, ich weiß, worauf das hinauslaufen wird. So lange haben wir nicht. Oh Mann. Durch. Was hast du? Ich leite den Transfer ein.